So, und ehe es nun zu dem eigentlichen Inhalt geht, kurz noch was in eigener Sache. Ihr hört es schon, meine Stimme ist jetzt etwas basslastiger geworden. Also es liegt nicht an euren Lautsprechern, sondern ich bin im Moment nicht ganz auf der Höhe und ja, die Stimme versagt ein wenig. Ja, darum müsst ihr es entschuldigen, dass euch heute nicht meine sonst so schöne Gesangsstimme um die Ohren fliegt, sondern ja, dieses etwas angeschlagene Geblubber. Ja, dann will ich mal sehen, dass ich das heute trotzdem hinbekomme. Und naja, wenn die Stimme dann doch noch ganz versagen sollte, muss ich halt mit ein bisschen Texteinblendungen arbeiten. So, aber worum geht es heute? Naja, ihr habt es im Titel ja schon gesehen und ihr habt es auch im letzten Video gesehen. Es geht weiterhin um das Solardach beim Liegerad. Und zwar habe ich das im letzten Video ja vorgestellt und auch gesagt, ja, wo meine Erwartungen oder Hoffnungen liegen. Also ein Traum wäre es ja, an einem komplett sonnigen Tag autark damit unterwegs zu sein. Sprich, nicht mehr Watt aus dem Akku rauszuholen, wie wiederum ja, die Sonnenenergie hineinbringt. Ja, und es war eigentlich schade. Beim letzten Video wollte ich eigentlich noch etwas mehr zeigen. Da wollte ich eigentlich schon die erste Proberunde so mal machen mit euch zusammen. Aber da hat das Wetter ja komplett gestreikt. Und darum holen wir das heute nach. Wer das erste Video verpasst hat, schaut einfach mal in die Playlist rein unter Liegerad. Da findet ihr das, da stelle ich das Dach vor, wie ich das gebaut habe und so. Ja, und die, die das kennen, die sehen vielleicht, ja, eine kleine Änderung habe ich gemacht. Ich habe hinten das Dach auch ein bisschen abgeflacht, weil ich habe mal zu Hause den Wassertest gemacht. Und da blieb mir das zu sehr auf dem Dach liegen. Und da dachte ich, ich flache das auch nach hinten ab. Deswegen habe ich hier auch diese Aussparung. Nicht, weil ich kein Kederband mehr hatte, sondern da kann das Wasser dann ohne Probleme abfließen. Ja, ansonsten hier nur noch mal eine kleine Versteifung rein, ein kleines Winkelblech. Und hier vorne, da reichte das Klett nicht, wenn man wirklich mal, also ich hatte bei, gestern bin ich noch mal gefahren, da hat es arg geböht, also hat man starken Wind. Und da ist mir hier immer das Klett hat sich gelöst, ist immer wieder hoch, weil es dann halt auch vibriert und so. An sich hält das Klett gut, aber während der Fahrt, wenn du dann auch noch so 40 Sachen drauf hast, dann kam das immer hoch und darum wird das hier zusätzlich jetzt noch auf beiden Seiten ganz einfach mit einem Kabelbinder nochmal fixiert und dann soll das jetzt auch funktionieren. Zudem habe ich mir jetzt hier unter das Dach noch eine Zusatzanzeige eingebaut. So kann ich halt ganz einfach während der Fahrt auch sehen, was an Energie reinkommt. Ja, manch einer wird ja jetzt sagen, da hast du dir aber das falsche Wetter ausgesucht, es ist ja gar nicht sonnig. Ja, das stimmt leider. Also wir haben wirklich heute sehr viele Wolken, also mehr Wolken als blauen Himmel. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist das für mich wiederum der ideale Test. Denn wenn ich einen strahlend blauen Himmel habe und die Sonne ballert, dann kann ich mir ja schon fast ausrechnen, was da reinkommt. Und ja, wann hat man das schon immer mal? Wie ich im letzten Video auch schon sagte, selbst wenn du mal unter Bäumen herfährst, hast Schatten und so. Und darum dieses Wechselhafte ist vielleicht sogar der richtige Test. Weil wenn das heute schon prima klappt und sagen wir mal, vielleicht, dass man nicht autark unterwegs ist, aber dass vielleicht nur ein minimaler Akkuverbrauch da ist, na, dann weiß ich ja immerhin, wenn die Sonne dann mal richtig scheint, dass ich dann null Probleme habe. So, und dann hocken wir uns jetzt mal in den Sessel rein. Ah, dank Dach ist das natürlich jetzt etwas umständlicher, aber wenn man sich erst dran gewöhnt hat, geht das auch. So, jetzt machen wir mal Display an. Hallo? Und jetzt nullen wir mal die Kilometer, die ich bis hier gefahren bin. So, und gucken uns jetzt mal den Akkustand an. Wir haben 41,9 Volt. So, das ist unser Ausgangspunkt. Und dann würde ich sagen, ja, wie ich im letzten Video schon sagte, ich fahre so wie immer. Also, ja, wenn ich auf gerader fahre, wird es bei Stufe 1 bleiben. Stufe 2 ist eigentlich so, was ich am meisten benutze. Dann kommen so 70 Watt. Und ja, wenn es dann mal in die Berge geht, klar muss ich mehr abrufen und das werde ich heute auch tun. Also wir werden so in diese Richtung fahren, so am Fürstenberg hoch, dann dran lang, dann wieder runter. Also so, dass man auch wirklich, ja, alles Mögliche dabei hat. Weil ich will mir das selber jetzt nicht schönreden, indem ich nur gerade Strecke fahre. Weil sonst könnte ich jetzt auch runter zum Donauradweg fahren.
Ja, und einfach gerade treten, dass kein Akkuverbrauch ist und euch dann erzählen, boah, das hat aber gut funktioniert. Nein, das ist ja Schwachsinn. Ich will ja Akku verbrauchen, so wie ich sonst auch tue. Ja, dann starten wir mal durch. Ja, und dann wollen wir mal schauen. Also ich will mich heute jetzt auch nicht groß überfordern, bin ich ganz ehrlich, weil wie gesagt, gesundheitlich ist es gerade nicht so. Aber trotzdem will ich mal sehen, dass wir wenigstens mal so 20 Kilometer zusammenkriegen mit ja, bergauf, bergab und gerade und alles, was dazugehört, sodass man wenigstens schon mal so einen kleinen Überblick kriegt, ja, wo man denn so landet. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich bin eigentlich guter Dinge. Ja, und hier kann man das jetzt auch sehen. Jetzt fahre ich 32, 31 und man sieht, dass das Dach da vorne so vibriert. Und ja, jetzt, wo gestern dann die Böen noch dabei waren, da hat es einen dann das Dach wirklich vom Klettern gelöst, weil das so am Vibrieren war. Und ja, jetzt funktioniert das einfach, die zwei Kabelbinder. Ist nicht immer die schönste Lösung, aber die einfachste. So, und ich will einfach mal hoffen, dass ich morgen nicht noch mehr in der Ecke liege, indem ich das heute tue. Ich hoffe ja immer so, frische Luft tut gut. Naja, ich denke mal, das ist das wechselhafte Wetter geschuldet, was so die letzten Wochen war. Es war ja immer ein Hin und Her. Von Sommer auf Winter kann man sagen, Regen, dann wieder Sonne und ich denke mal, ja, dass ich mir da einen weggeholt habe. Man ist ja auch immer draußen. Also, wenn es irgend geht, bin ich ja immer draußen irgendwie an Gange. Und naja, gut, dann kann man sich schon mal einen wegholen. Ja, und vor uns sehen wir schon den ersten Anstieg, beziehungsweise hier steigt es jetzt auch schon. Und ja, da vorne geht es halt zum Fürstenberg hoch. Naja, und ich werde das so tun, wie ich es immer tue. Hier hole ich mir natürlich mehr Power vom Motor. Ich denke mal, Stufe 4 wird es tun. Und dann nimmt er sich dann so, ich glaube in der Spitze 250 Watt, 240 Watt. Wie ich sagte, ich benutze es so wie sonst auch, weil sonst würde ich mich ja selbst belügen. Ach kommt, wisst ihr was? Wir nehmen ruhig mal Power. Denn ganz ehrlich, ich bin ja auch mal mit Anhänger oder mit Fahrradwohnwagen unterwegs. Und dann brauche ich nicht daran denken, dass ich solche Steigungen mit läppischen 250 Watt Unterstützung schaffe. Darum ruhig mal raus mit der Power. Puh. So, der Anstieg ist geschafft. Zumindest bis auf diese Höhe. Also Fürstenberg geht noch weiter hoch, aber ich will ja woanders lang. Mir ging es ja nur mal darum, ein paar Höhenmeter mitzunehmen. Ja, die Sonne ist jetzt auch ein bisschen mehr wieder rausgekommen. Jetzt können wir mal gucken hier während der Fahrt. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Das Display leuchtet nicht so dolle. So 115 bis 120 Watt kommen da jetzt rein. Das ist ja schon mal was. Also an Steigungen fehlt es uns hier ja nicht. In den ersten Kilometern. Aber gut, dafür spare ich gleich wieder, wenn es Pech runter geht. Jetzt machen wir mal auf Stufe 6 hier. Junge! Ah. So. Angekommen. Zumindest zum Teil oben. Jetzt geht es zumindest für uns hier, also für mich, wieder runter. Also auch wenn mich mein Hals heute fertig macht, aber es war doch was wert, heute loszufahren. Denn das Wetter ist wirklich sehr angenehm. So, ich glaube, das war es aber schon wieder mit dem schönen Berg runter. Denn jetzt geht es hier schon wieder Berg hoch. Oh, Solar. Kann ich das gebrauchen? So, ich muss mal ganz kurz anhalten. Ich muss einen Schluck trinken. Das mit meinem Hals geht gar nicht. Da muss ich wohl heute öfter mal anhalten und mal einen Schluck trinken. Oder ich nehme mir die Flasche gleich hier vorne mit hin. Aber dann können wir gleich hier nochmal drauf gucken auf die Anzeige. Ja, 110, 108. Sehr schwankend, weil, ja, man sieht ja auch, ne?
Wir haben halt immer mal wieder ein paar Wolken. So, aber jetzt muss ich doch noch mal raus aus dem Sessel. Ja, oh, nervt mich zwar selber, aber das nützt nichts, ey. Mein Hals, der macht mich fertig heute. So, Wässerchen parat. Und jetzt haben wir auch gleich immer eine Theke dabei. Ja, und jetzt sehe ich auch zu, dass ich schnell mache, dass wir nicht zu lange jetzt hier in der Sonne stehen, sondern wir wollen das ja wissen während der Fahrt. Also ist klar, wenn ich das Teil hier jetzt ein paar Stunden in der Sonne stelle, dass dann der Akku wieder voll ist. Darum, aber das muss jetzt leider ab und zu sein. Seht's mir nach. So sehr wird das nicht verfälschen, die 2 Minuten, die ich hier jetzt stehe. Aber ich werde mir jetzt die Trinkflasche auch, glaube ich, hier an Sitz machen, dann brauche ich da gar nicht mehr anhalten. So, und da starten wir auch wieder durch. Das waren jetzt wirklich 2 Minuten, mehr war das nicht. Und dann sehen wir zu, dass wir jetzt mal, ja, am Fahren bleiben. Jetzt bin ich hier auch noch falsch gefahren. Na, sowas aber auch. Da verfährt er sich. Und das so nah an zu Hause. Das ist ja schon fast peinlich. Aber egal, wenn ihr diese Peinlichkeiten mal live miterleben wollt, habt ihr ja schon gesehen, ich biete jetzt auch geführte Touren an, hier im Südschwarzwald mit Fahrrad, Liegerad oder Motorrad. Wer da mal Lust drauf hat, meldet euch einfach mal per Mail und dann kann man alles weitere besprechen. So, hier musste ich nämlich rein. So war das. So, nach dem ganzen Berg und Tal gibt es jetzt natürlich auch mal ein bisschen entspannteres Fahren, ein Stück Donauradweg. Wie ich schon sagte, ich will sehen, dass ich einen schönen Querschnitt hinkriege. Mein Wetter ist ja schon mal gut, dass es so ein bisschen wechselt zwischen Sonne und Wolken. Und ja, jetzt müssen wir noch sehen, dass wir die Strecke, die wir fahren, halt auch so ein bisschen wechselhaft hinkriegen. So, und wenn wir jetzt sehen, hier auf relativ gerader Strecke, wenn ich gemütlich dahin trete mit Unterstützung, dann gehen da 20 bis 40 Watt durch und reinkommen tun gerade 70 Watt. Ja, und genau so soll es doch sein, dass möglichst mehr Energie reinkommt, als rausgeht. Denn dann würden wir meinem Wunsch, autark unterwegs zu sein oder ohne Ladesäulen, ja, dem würden wir dann sehr nahe kommen. Boah, was ist denn jetzt hier für eine Böe mit einmal? Junge, wo kommt denn das her? Eben noch alles still und mit einmal fähig, ich zieh rüber. So, hier verlassen wir den Donauradweg mal eben und ziehen mal ein kleines Zwischenfazit. Denn wir haben jetzt 12 Kilometer, haben wir rum. Ja, da kann man ja immerhin schon mal ein Auge hinschicken, was den Verbrauch angeht. Das Schöne ist ja, wenn man den Donauradweg verlässt, dann kommt man ein bisschen an ruhigere Ecken. Ja, und auch sehr nah an die Donau, wobei hier jetzt natürlich am Ufer alles zugewachsen ist. Da komme ich auch nicht wirklich ran. So, und jetzt schauen wir mal aufs Display drauf. Ich hoffe, es geht, nicht, dass es zu sehr spiegelt. Also, 12,4 Kilometer gefahren, bergauf, bergab, alles dabei. Wir sind gestartet mit dem Akku, der hatte 41,9 Volt und jetzt haben wir 42,3 Volt. Das heißt, auf den letzten 12 Kilometern sogar Energie gewonnen. Ja, da kann ich mir das Grinsen ja kaum verkneifen. Ich möchte mal sagen, wie geil ist das denn? Ja, klar, das war jetzt nur ein kleiner Querschnitt, 12 Kilometer, okay. Aber trotzdem ist das ja schon aufschlussreich, denn es war immerhin alles dabei. Bergauf, bergab, gerade, Sonne, Wolken, alles dabei. Naja, aber der Test ist ja auch noch nicht beendet. Ein paar Kilometer fahre ich ja noch. Ich wollte jetzt nur hier einmal kurz anhalten, nochmal einen Schluck trinken. Denn, ja, gut, vielleicht doch, vielleicht ist es ein bisschen unrealistisch, nach 12 Kilometern schon die erste Pause einzulegen. Aber es gibt ja Leute, die machen das auch. Die legen auch schon nach 5 Kilometern eine Pause ein. Ich eigentlich nicht, aber trotzdem schadet es ja jetzt nicht, wenn man mal jetzt kurz anhält, 5 Minuten. Das verfälscht ja jetzt auch nicht so ungemein. Nur ich wollte jetzt einmal hier an die noch so junge Donau ran.
Wer sich wundert, warum ist die Donau denn so schmal, so klein? Ja, die entspringt halt hier bei Donaueschingen erst und ja, wird dann erst noch ein richtiger Fluss. Bisschen flussabwärts bei Immendingen haut sie sogar erst komplett ab. Da geht es ein bisschen unterirdisch weiter. So, aber ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen Flüssigkeit, dass die Stimme einigermaßen bleibt. Ja, und dann mal wieder direkt zurück zum Fahrzeug. Nicht so lange in der Sonne stehen lassen. Und ja, dann mal weiter, ne? So, dann wollen wir wieder starten. Wir haben jetzt 42,6. Normalerweise, wenn wir ehrlich sind, könnte ich den Test jetzt hier auch abbrechen, wenn ich wollte. Weil eigentlich reichen auch diese 12,5 Kilometer schon. Die haben mir jetzt auch schon gezeigt, was ich wissen wollte. Ne? Da werden jetzt die nächsten 10 Kilometer nach Hause oder was es dann sind, auch nicht mehr viel ändern. Weil, naja, solange das Wetter so bleibt. Und ja, Gegend, die kann sich auch nicht ändern, außer Berg hoch, Berg runter und gerade. Mehr gibt es da nicht. Und deswegen sage ich mal voraus, wird das Ergebnis am Ende so aussehen, dass ich mit einem vollen Akku zu Hause ankomme. Ich meine, wir können das ja jetzt auch mal ein bisschen anders noch machen. Das, was ich wissen wollte, weiß ich ja jetzt schon. Aber jetzt machen wir einfach mal so, ich bin ein bisschen faul und will ein bisschen mehr Power aus dem Motor. So, sodass ich quasi fast nur so tue, als wenn ich trete. Das wäre bei mir jetzt hier so die Stufe 4. Ja, wie gesagt, da tue ich schon fast nichts mehr. Diese Stufe würde ich hier auf geradener Fläche nie verwenden. Es sei denn, was weiß ich, man hat mal irgendwelche Schmerzen, Krämpfe oder sonst was, dass man halt nicht mehr so kann. Dann ist das was anderes. Aber ansonsten, wenn man hier sieht, wenn man so lostritt, das geht viel zu leicht. Also ich komme ja kaum hinter dem Motor her. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir gönnen uns jetzt mal den Strom. Selbst die Störche sind begeistert. Ne, Kollege, das ist was, ne? Autark unterwegs. Naja, ihr auch, ne? Ja, außer ein bisschen was fressen, das stimmt. Aber das muss ich zusätzlich ja auch noch. Der unterstützt mich jetzt fast immer um die 200 Watt. Mal zeige ich da 160, mal 220, schwankt halt immer ein bisschen, logisch. Aber sagen wir mal rund 200 Watt im Schnitt. Und da könnt ihr euch ja schon vorstellen, dass ich hier auf gerader Strecke ja gar nicht so viel tue. Ja, und so mitten in unserem schönen Test schlägt das Wetter jetzt aber abrupt um. Okay, dann lassen wir jetzt auch gar nicht lange aufladen in der Sonne. Ja, wie wir sehen, 41,8, 41,9, quasi der Bereich, wie wir gestartet sind. Und wie gesagt, die letzten 8 Kilometer, kann man sagen, knapp 8 oder 7, ja 7 Kilometer, genau. Letzten 7 Kilometer habe ich den Motor jetzt wirklich unnötig was tun lassen. Ja, da ist klar, dass er dann ein bisschen verbraucht, aber alles human. Ja, vor allen Dingen, es war jetzt wirklich gerade nicht gerade prallste Sonne. Also für mich ist die Frage ganz klar beantwortet, ob man hiermit autark unterwegs sein kann. Und die Antwort auf die Frage lautet ganz klar ja. Ja, wenn ich den Motor halt so benutze, dass er mich unterstützt. Ja, und nicht, dass ich mich spazieren fahren lasse von dem Ding. Dann wird das nicht funktionieren, dann bräuchte man ein bisschen mehr Solarfläche. Aber für mich ist ganz klar beantwortet, ein fettes Ja sogar. Denn das ist halt das, wie ich fahre, so die ersten 12 Kilometer, wie wir da gemeinsam gefahren sind. Das war genau das, wie ich sonst auch immer fahre. Und ja, ihr habt es ja gesehen, der Akku hat sich sogar noch gefüllt. Ja, wie gesagt, ne, die Ausnahmen sind wirklich, wenn es nur noch ins Bergige geht. Keine Frage, dann geht es halt nicht, dann kriegst du die Power nicht rein. Aber hier ging es jetzt ja auch darum, wenn man einen schönen Querschnitt mal nimmt. Ne, bisschen Berge, bisschen gerade, wie ich schon sagte. Und da funktioniert es 1A. Naja, und wenn ich dann mit meinem Anhänger unterwegs bin, ja, dann muss man wieder ein bisschen mehr noch ziehen. Dann muss man vielleicht eine Stufe höher gehen von der Unterstützung. Aber der Anhänger hat wiederum auch ein 100 Watt Panel da drauf. Und somit kommt natürlich auch wieder mehr Energie rein.
Gut, Leute, die Frage ist beantwortet. Ich bin auf jeden Fall begeistert und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Fahrten, wo man sich nicht immer ganz so einen Kopf machen muss um den Akku. Und somit bleibt mir wieder nichts mehr zu sagen, außer ciao.